Ja, moin moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Das Buch, was ich jetzt vorstellen möchte, handelt von einem kleinen Mädchen, die sich nicht unterkriegen lässt. Es ist die Infantin, so auch der Titel des Buches von Helen Adler. Die Infantin trägt den Scheitel links. Es ist ein Mädchen, die ja, überschäumt vor Emotionen, vor Wut, vor genauesten Beobachtungen. Wir verfolgen ihr Leben eigentlich, als sie ein kleines Kind ist, auf diesem Hof leben, groß wird, bis sie selber Mutter wird. Das Erste, was mir schon ziemlich positiv aufgefallen war, was ich ziemlich spannend fand, war die Bezeichnung der Kapitel, die immer ein Bildzitat aus der Kunstwelt darstellen. Und wenn man das so im Hinterkopf hat und gleichzeitig die Geschichte liest, entstehen halt pure Bilder. Das Buch ist sehr sprachgewaltig geschrieben, das heißt, es fasziniert eigentlich vorrangig durch die Sprache, durch die Charakterisierungen und es gibt halt dementsprechend keinen richtigen Handlungsverlauf, wie man es eigentlich vielleicht herkömmlich gewohnt ist. Trotzdem bleibt das Buch irgendwie faszinierend, sodass man es von hinten bis vorne mit großer Begeisterung lesen kann oder möchte. Es fängt damit an, dass sie in diesem Hofleben aufwächst, diese Familie schon sehr krankhaft dargestellt wird und sie dort groß wird, sie sich nicht unterkriegen lassen wird infolge des Romans, so wie sie auch immer mehr behaupten muss, und auch Zeichen setzt, auch Grenzen aufzeigt, indem sie mehr oder weniger aus Versehen den Stall abfackelt. Es kommt halt zum üblichen Dorf, dem Landleben mit all seinen Querelen und auch all seiner Brutalität, die hier geschildert wird, die sie durchlebt. Trotzdem wird sie eine junge Frau, ein Mädchen bleiben, die sich behauptet. Also ein Buch, was mit viel Sprachwitz, mit viel Humor daherkommt, aber auch mit Düsterheit. Also ein Buch, das man wirklich als Sprachliebhaber mit großem Genuss lesen sollte und auch darf. Die Infantin trägt den Scheitel links von Helen Adler im Jung und Jung Verlag, gerade frisch erschienen. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, bzw. Leseschatz. Tschüss!